Wie oft tust du dir etwas Gutes? Warum arbeiten so viele Migrantinnen und Migranten in der Gastronomie und in der Pflege? Oh, was machen Hausfrauen eigentlich den ganzen Tag? Wer hat zu dir geschaut, als du ein Baby warst? Bei wem meldest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Wer kocht deine Mahlzeiten? Wer schaut zu deinen kranken Eltern? Wie oft tust du dir etwas Gutes? Ja, ist immer die Frage, was ist etwas Gutes, aber ich glaube schon ab und zu. Wenn ich mir eine Auszeit nehme, wenn ich schwimmen gehe oder irgendwie ja, Sport mache, dann finde ich, das ist auch eine Auszeit für mich. Und also schon ab und zu. Warum arbeiten so viele Migrantinnen und Migranten in der Gastronomie und in der Pflege? Wahrscheinlich, weil es zu wenig Schweizer gibt und Schweizerinnen, die da arbeiten. Und weil der Lohn so schlecht ist. Oh, was machen Hausfrauen eigentlich den ganzen Tag? Kaffee trinken? Nichts. Wer hat zu dir geschaut, als du ein Baby warst? Ab meinem zweiten Lebensjahr hat mich meine Oma sozusagen großgezogen. Also, Tagwache heute war um 6:30. Ich bin alleine aufgestanden und habe für mich die Zeitung gelesen. Dann, das ist deine Ausnahme. Bei wem meldest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Bei meiner Psychiaterin. Dann ist mein Sohn um 7 Uhr, habe ich ihn geweckt, weil er in die Schule muss. Um 7:15 ist er gegangen. Ich habe noch Frühstück für ihn gemacht. Wer kocht deine Mahlzeiten? Meine Mahlzeiten koche ich eigentlich selber, wenn ich Zeit habe. Ansonsten macht das meine Mutter oder meine Schwester. Dann ist der zweite Sohn aufgestanden, habe ich auch Frühstück gemacht für ihn. Und um 8 ist er dann auch losgegangen in die Schule. Dann ist der dritte gekommen, der ist 3 Jahre alt. Der ist nicht in die Schule gegangen, aber der brauchte einen Shopping. Wer schaut zu deinen kranken Eltern? Ich habe das Gefühl, dort habe ich sicher Verantwortung auf eine Art. Sozusagen nicht nur die Familie zuständig ist, für die Eltern zu schauen, sondern eben das ganze gesellschaftliche, gemeinschaftliche Wesen, wo das soziale Gefühl, wo zueinander ehrlich müsst aufpassen. Dann habe ich die Betten gemacht, die Wohnung gelüftet, aufgeräumt, den Geschirrspüler eingeräumt. Also wir leiten seit ca. 5 Jahren freiwillig in der Pfadi und es stellt sich immer wieder die Frage, warum wir das machen. Ich glaube, es braucht einfach Menschen in unserer Gesellschaft, die etwas freiwillig tun und auch helfen wollen. Genau. Und ich denke, in solcher Arbeit kommen Leute zusammen, die jetzt mit sehr viel Herzblut machen. Und wenn diese Arbeit bezahlt würde, denke ich, wäre das Engagement der Leitenden dort zum Beispiel jetzt in der Pfadi nicht mehr so dasselbe wie wenn es nicht bezahlt ist, wenn es auf freiwilliger Basis geschieht. Und da bin ich in die Bibliothek gegangen, habe die Sachen zurückgebracht, die CDs, die Bücher. Wir haben uns gerade unterhalten, dass niemand über das Muttersein spricht. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares?